Was geht? Fatih wieder am Start. Willkommen zu einem Unboxing-Video. Arriba, Freunde. Heute habe ich was ganz Feines. Und zwar das Album von unserem Bruder Green. Smaragd Limited Deluxe Edition plus Vinyl-LP. Ja, ja, beides am Start. Hier sind die Prachtexemplare. Nummer 1, die Box. Und Nummer 2, die Vinyl. Ne? Yes. Ja, geil. Ich habe beides. Was sollen wir zuerst machen? Ich habe gerade überlegt. Ah, fangen wir mit der Vinyl an. Freunde der Sonne, so sieht das Prachtexemplar aus, ne? Ihr wisst, wie Vinyl aussieht heutzutage, aber ich zeige euch die Schallplatte selbstverständlich. Aber vorher, ich stelle euch jemanden vor. Das ist der Butterfly für Arme, jetzt schnippelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl. Und ja, Freunde, jetzt fangen wir mal richtig an. Habt ihr eigentlich Green unterstützt? Das Album ist jetzt ein bisschen länger draußen, ne? Ich glaube jetzt eine Woche oder so oder zwei, keine Ahnung, pipapo. Ja, ich habe mich nicht lumpen lassen, habe mir das auch erworben und auch gegönnt, dies, das, ne? Man muss supporten. Support ist keine Mod. Ja, warum geht das nicht auf? Ja, und wollte mal von euch mal wissen, jetzt ehrliche Meinung, wie findet ihr das Album? Ich habe mir das über Spotify reingezogen, ne? Die Box ist ja noch zu, ich habe mir es halt noch nicht physisch gegeben. Habe mir es über Spotify reingezogen. Und ich muss sagen, diese Reggae-Dingsbums-Art gefällt mir sehr. Das ist mir so Hip-Hop vermischt und so, weißt du? Gefällt mir. Natürlich kann er auch harte Style so machen. Hat man ja mehrere Singles damals gehört und so, ne? Ich habe mir jetzt auch alles reingezogen. Ich feiere den Kerl. Also ein guter Musiker. Ne? Scheiß mal drauf, was für ein Style der macht, was für eine Art. Oder ist das richtige Musik? Oder ist das Rap? Ist das das und das? Scheißegal, was das ist. Einfach, das ist Musik. Weißt du, was ich meine? Der macht das mit Herz und Seele. Und Freunde, da braucht man nicht auch zu haten. Ich habe manche Kommentare gesehen, die haben ein bisschen Auge gemacht. Aber heutzutage ist das ja normal. Man gönnt nicht. Man will direkt so Auge machen, dies, das. Aber ich muss sagen, trotzdem, sein Style gefällt mir. Also man, manchmal eine Chilaui-Basis, ne, gib ihm ein Gibbet und dann, hup, alalalalong-mäßig, weißt du? Und das gefällt mir sehr an ihm. Und darum, ja, wie gesagt, gibt es nichts meiner Meinung nach zu haten. Was ist das denn? Oh, eine CD. Und ja, Freunde, darum könnt ihr auch eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Feiert ihr ihn? Seid ihr auch in meiner Meinung? Sagt ihr, ja, Mann, scheißegal, was andere sagen. Er ist krass, er ist gut, ich feiere ihn. Warum nicht so, weißt du? Und Freunde, ja, warum muss man heutzutage immer so Auge machen, weißt du? Ich verstehe das nie. Ich weiß, manche haben Langeweile, manche haben einfach so Bock, Auge zu machen. Und ja, darum, eigentlich braucht man die nicht zu erwähnen, weißt du? Die fühlen sich ja geil, wenn man das sagt. Naja, auf jeden Fall, boah, wirklich noch nie, glaube ich, eine grüne Schallplatte gehabt. Noch nie. Das ist meine erste grüne Schallplatte. Ich hatte schon mal rote, schwarze, durchsichtige, goldene, jetzt grüne, blaue, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte auch eine blaue oder so eine hellrote sogar. Und ansonsten, keine Ahnung, schwarze halt, ne, Standard. Und die in grün, die ballert böse. Die ballert böse, yo. Und Freunde, wenn ihr keine Schallplatte habt, hängt die auf. Kauft ihr so einen Bilderrahmen, gib ihm. Mann, das sieht doch edel aus. Und Freunde, das würde ich empfehlen, falls du wirklich ein Liebhaber bist und sagst, die Farbe gefällt mir auch sehr. Auch wenn du kein Liebhaber bist. So ein Sammlerstück, ne? Ist geil. Und da ist nochmal sogar eine, wie heißt das? Physische Variante am Start, weißt du? Falls du keinen Bock hast oder keine Schallplatte, wie gesagt, hast, da ist nochmal die CD. Ganz simpel. Gib ihm. Gefällt mir sehr. Da gibt man nicht mehr zu meckern, so, weißt du? Gibt nichts. Und ja. Das ist eine erste Variante. Oder Nummer 2, die Box. Hast du die Box erworben? Dazu kannst du auch gerne in die Kommentare deine Meinung schreiben. Oder hast du die Vinyl gekauft? Ne? Schreib das mal in die Kommentare. So, hier haben wir einige Sachen am Start. Zeige ich euch natürlich. Zack, zack. Ne? Wunderschöne Box. Gefällt mir sehr. Kann man auch in die Vitrine stellen. Smaragd. Damals kommt mir sehr Smaragd so bekannt vor. Okay, damals habe ich Pokémon gespielt und mein Lieblings-Pokémon war damals Smaragd Edition. Der eine oder andere weiß es, ne? Heißt der Rayquaza? Ich weiß nicht mehr, diese grüne Drache auf jeden Fall. Ja, deswegen Smaragd ist mir in Erinnerung gekommen. Und die Farbe Smaragd allgemein ist geil. Emerald, ne? Bei Minecraft, diese grüne. Grün habe ich irgendwie mehr so am Geschmack. Klar, gefällt auch mir sehr. Naja, anderes Thema, ein bisschen reingeschissen, abgedriftet, aber egal, muss man erwähnen, Kindheit war schön. Ja, die Box, ne, so sieht's aus, wenn's leer ist, ne, zack, zack, ich zeig euch alles einzeln wie eine Präsentation, fangen wir simpel mal mit dem Poster an, Freunde der Sonne. So, ne, pass auf, whoop. Und da haben wir das Cover, glaube ich, gell, ja, guck mal, wunderschön, wunderschön. Der genießt auf jeden Fall die Wunder Mutter Natur. Ja, der Green. Ja, ja, stabil. Stabil, guck mal. Ui. So. Jawohl.
kannst du auch einen Bilderrahmen dazu kaufen, Freunde. Und dann kannst du es auch in den Bilderrahmen reinpacken. Oder das hier als Hintergrund nutzen und dann die Vinyl da vorne drauf klatschen. Boah, sieht das geil aus. Fatih hat ein Lifehack rausgeballert. Dafür müsste der 1 Million bekommen, ja. Keiner gönnt aber. Naja, reingeschissen. So, weiter geht's. Warte mal. So, weiter geht's. Da haben wir die Green Remix EP. Freunde der Sonne. Bonus-Songs, die geremixed wurden, ne? Jawohl. So sieht die aus. Statt Green ist das so in, Pink, Lila, Violett gehalten. Und da steht dann mal Remix drauf. Die 6 Tracks zeige ich euch. Hoffentlich sieht man das. Drückt gerne Pause. Und ja, ne? Die CD sieht so aus. Wow, ne? 6 Songs, die Remix, gefällt mir sehr. Werde ich mir reinballern. Auf Nacken. Jawohl, und ich habe das in der physischen Variante. Das kannst du, also kann nicht jeder sagen. Wenn du nur digital hörst, hast du nicht so, was du anfassen kannst oder in die Vitrine stellen kannst oder irgendwo reinpacken kannst. Ich habe das physisch und kann das später bei eBay für Millionen verkaufen. Das wird Millionen wert sein, Freunde. Reingeschissen. Wer weiß, man munkelt auf jeden Fall. So, hier haben wir noch eine Kette. Ja, ich mach die mal kurz auf. Okay. Ich zeig euch die mal. Stinkt nach Scheiße, ne? Spaß. Riecht nach, keine Ahnung, riecht irgendwie nach Nikotin? Nach Tabak? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Greenholzkette. So sieht die Logo aus, wie auch immer. Es ist ein Cannabis, keine Ahnung. Ein Remix davon. Moment, fokussier. Andere Seite. Steht Green. Hier ist die Kette, machst du dran, zap, zarab und dann hast du eine wunderschöne Kette. Hab keinen Bock jetzt so zu machen. Ihr wisst selber, ich habe keine Zeit. Weiter geht's, aber schön. Ihr könnt das selber in Ruhe bei euch machen, wenn du die natürlich die wunderschöne Box erworben hast. Weiter geht's. Oh, eine Flagge. Freunde, als wahrer Supporter, eine Flagge. Statt ein Poster, was du an die Wand hängen kannst und irgendwie an der Seite abknicken, wenn du aus Versehen berührst oder sonst was, hast du hier was ein bisschen festeres Material, was du das auch wirklich wunderschön an die Wand hängen kannst. Warte, wie rum ist das denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Habe ich die richtige Seite oder ihr? Julien, nee, so rum, oder? So rum, ja, so rum. Auf jeden Fall, hier steht Green Smaragd. Und ja, ist so ein wunderschönes Flaggchen. Reingeschissen. Ich wollte Posterchen sagen, aber ist ja kein Poster. Eine Flagge. Ne? Gefällt mir sehr, sehr groß. Sagen wir mal 1,50 Meter mal 1 Meter. Ja, gefühlt. Und ja, schönes Flagge. Gutes Deutsch. Naja. Auf jeden Fall, ne, als Fan feiert man das. Und nur in der Box. Ne? Darum erwerben, wer noch nicht gemacht hat. Vielleicht ist sie ausverkauft, kann auch sein, ne? Man munkelt. Gut, darum schnapp dir so schnell, wie du es kannst. Naja, das letzte Boxinhalt, das Album, ein Meisterwerk? Schreib es in die Kommentare. Schreib gerne auch deinen Lieblingssong in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. 12 Tracks haben wir hier am Start. Ja, gefällt mir. So sieht die CD aus. Alles im gleichen Logo gehalten, so, weißt du. Das finde ich einerseits ein bisschen blöd, ne? Kann man ja meckern, ne? Kritik ist wichtig. Hätte man ein bisschen Variation reingeballert, wäre schon geil. Nicht immer nach oben gucken oder so genießen, weißt du. So, Bruder, ne, weißt du. Einmal atmen. Ich glaube, der genießt gerade den Furz, was er rausgelassen hat. Ui, der riecht ja gut heute. Ui, weißt du, so mäßig. Ich genieße. So sieht das ja auch aus. Pass auf. Okay, naja, reingeschissen. Ich küsse dein Herz, Bruder, falls du das Video sehen solltest. Mach kein Auge. Bisschen Entertainment Magic. So, Booklet. Oha. Da sind die Texte, also. Ja, das sind nur Texte. Ah, ne, hier sind Bilder. Oh, was für Bilder. Schöne Landschaftsbilder. Ja, auf jeden Fall sind sehr viele Texte. Die überspringe ich aber. Kannst du selber die Lyrik reinziehen. Aber hier, guck mal. Wow, schönes Bild. Ehrlich, der Fotograf hat gute Arbeit geleistet. Und ja, das war's eigentlich. Da kommen nur so Texte halt weiter. Und hier ist Dankensrede. Okay, das war's. Ne? Kauft ihr die Box, dann kannst du in Ruhe reinziehen. Und ja, Freunde, ihr habt selber gesehen. Ganz einfach. Ihr könnt selber aussuchen. CD,
Bonus-LP-Dingsbums, ne? Oder die Box, wie auch immer, kannst du hier erwerben. Ich habe jetzt beides, damit ich euch beides zeigen kann. Und ja, weißt du was? Ich verlose hier mal diese eine. Warte, wo ist die? Wo ist die? Ach, die ist weg. Scheiße, die ist weg. Ah, ich verlose gar nichts mehr. Spaß, warte, wo ist die? Ich verlose euch jetzt mal was Schönes. Ah, hier ist die. Diese lose CD, die habe ich jetzt doppelt, weißt du? Sind gleiche Album, ne? Die war ja in der Vinyl dabei. Ich werde die verlosen. Habt ihr auch die physische Variante zu Hause? Was ihr machen müsst, schreibt irgendwas Nettes in die Kommentare. Ich suche einen raus, ne, in einer Woche. Und dann werde ich das auf Instagram, darum abonniere auch mein Instagram, über die Instagram Stories posten. Ne, den Kommentar, der gewonnen hat. Und dann kannst du die wunderschöne Album von mir, ne, abholen oder ich schicke dir die zu. Okay, ganz simpel, jetzt gerade auch spontan, ich gönne das Album. Ne, ich habe das ja einmal, ne, mit physische Plastikcase und du kannst den Pappschuhe haben. Ne, auf korrekt, sei mal ehrlich, wie korrekt bin ich? Ich weiß, ich bin der Motherfucker. Naja, Freunde, auf jeden Fall das Album stabil, Box sehr geil, ne, Vinyl feiere ich, diese grüne Optik, richtig geil auf der Vinylplatte. Und ja, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Unboxing. Darum, wenn du bleibst, dann abonniert den Kanal. Okay? Darum, bis bald. Ciao, euer Fatih.